Hallo zusammen, hier ist Marcel von Android User und ich bin hier am Stand von Cat. Ihr seht hier das neue Cat Outdoor Phone. Dabei handelt es sich um ein Wasser- und staubgeschütztes Smartphone. Es ist ziemlich massiv, wie ihr sehen könnt. Cat hat ja schon im letzten Jahr ein Outdoor Phone rausgebracht. Das war aber mit einer alten Android-Version, also 2.3, und auch die Hardware war nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Hier hat man jetzt nachgebessert, es ist ein 1 GHz schneller Dual-Core-Prozessor drin und was vielleicht das Wichtigste ist, es ist Android 4.1. Also es ist alles wirklich sehr flüssig, es gibt überhaupt keine Rucklaut oder sonst was. Auch beim Design setzt man jetzt mehr auf ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Outdoor und weniger nur industrielles Design. Also es sieht auch deutlich besser aus, finden wir, als der Vorgänger. Dual-Core-CPU mit 1 GHz, habe ich schon erwähnt. Dieses Modell hier hat auch zwei SIM-Karten, also hier könnt ihr zwei SIM-Karten reinpacken. Es gibt aber auch welche ohne Dual-SIM, also nur mit einer SIM. Preispunkt ist etwa 329 Euro und es soll bereits ab Mitte März in Deutschland, der Schweiz und in Österreich verfügbar sein. Eine Spezialität vielleicht wollen wir noch erwähnen, und zwar seht ihr hier auf dieser Seite hat es drei Knöpfe. Einmal die Lautstärke lauter und einmal die Lautstärke leiser und in der Mitte, das ist ein Push-to-Talk-Button, das heißt mit einem bestimmten Dienst, den man aber vom Provider dann in Anspruch nehmen muss, beziehungsweise das ist vermutlich kostenpflichtig, kann man so ein Walkie-Talkie draus machen, also einfach einmal drücken und dann erscheint halt die Frontkamera und man kann sprechen und mit jemandem so kommunizieren. Das finden wir eine super Lösung, weil gerade wenn man zum Beispiel unterwegs ist beim Radfahren oder so, oder natürlich auch jetzt auf der Baustelle oder sonst, wo halt Geld auch vorhanden ist, kann man damit dann ganz schnell und unkompliziert Gespräche führen. Das ist das neue Cat Phone B15 Outdoor Handy. Ich bin Marcel von Android User.